Hanfparade 2022. Ich habe euch versprochen, dass ich einige Gäste vor die Kamera hole. Und hier ist sie, die einzig wahre Mama Ganja. Herzlich willkommen. Was geht bei High People? Meine Liebe, was sagst du zu dieser 2022 Hanfparade? Wild. Also wild, ich war ja letztes Jahr dabei und ich erinnere mich, dass es für so eine Veranstaltung, die während Corona war, auch relativ voll war. Die Leute mussten so ein bisschen auseinandergehalten werden, aber das, anderes Level. Also die Stimmung ist auch ultimativ gut. Ich bin zum ersten Mal in Berlin dabei und als ich schon ankam, wir haben ja auch Promoter rumlaufen, die haben mir alle zurückgespiegelt, die Leute sind so entspannt, so lieb, so herzlich alle und sie kämpfen für das, was sie auch bekommen sollen in Kürze. Denkst du, das schaffen wir noch in diesem Jahr? Ich bin sowieso immer ein positiv eingestellter Mensch und ich glaube an das Gute und deswegen muss ich auch daran glauben, dass wir das schaffen. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Ich glaube, es wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Und jetzt ist es auch nochmal an uns, jetzt auch nochmal Gas zu geben und zu sagen, wir geben jetzt irgendwie nicht auf, weil da ist ja noch einiges zu erledigen. Und der erste Schritt wäre jetzt irgendwie die Entkriminalisierung, dass wir da auf jeden Fall die Leute mal unter trockenen Tüchern haben und keiner kriminalisiert wird. Dem Thema sind Entkriminalisierung, was wäre deine Optimumvorstellung, was die Politik durchsetzen sollte oder was in Deutschland passieren sollte? Müsste man komplett legal rauchen, kaufen, anbauen oder? Ja, also ich glaube, so ein holländisches Projekt wäre schon ganz gut. Mhm. Ich glaube aber vor allem, wenn wir jetzt in Bezug auf Entkriminalisierung gehen, dass wirklich jetzt erstmal jeder irgendwie da seine paar Gramm in der Tasche haben kann und sich medizinieren kann. So wie jemand anderes sich da auch irgendwie wirklich nur Schlechtes mit seinem Alkohol hinzufügen kann. Also wenn wir jetzt wirklich darauf gehen, dass es darum geht, die Leute zu schützen, passt das diese Logik schon gar nicht mehr. Also Menschen schützen und dann aber gleichzeitig, dass er sich verletzt, bestrafen, ist irgendwie nicht so richtig. Und das wäre der Punkt, der jetzt erstmal. Du hattest im Vorgespräch auch mir kurz angeteasert, dass endlich dieses Straßengras aufhören muss. Mhm. Ja, man hört ja jetzt auch Gott sei Dank auch in vielen Dokumentationen, da sind ja auch viele Online-Streamer, sage ich jetzt mal so, dabei, das auch aufzuklären und gerade synthetische Cannabinoide, ob das jetzt im Liquid ist oder über dem Weed, also die Jugend, die ist leider so, da viele wollen halt auch einfach sich nur irgendwie berauschen, weil die Welt ist halt gerade momentan ein bisschen hässlich. Wollte ich gerade sagen. Ja, man sieht es an der Jugend tatsächlich. Aber ja, die müssen wir irgendwie schützen. Und da ist es ganz wichtig, halt einfach zu gucken, dass wir die beschützt kriegen. Und das durch kontrollierten Anbau, kontrollierte Abgabe. Genau, ja. Jetzt trittst du in knapp 40 Minuten auf auf der Hanfparade. Richtig gut. Vor kurzem hast du ein Lied rausgebracht, gefiel mir persönlich sehr, sehr gut. Leuchte für mich. Dankeschön. Wahnsinnsproduktion. Wie ist das mittlerweile? Du bist ja noch nicht, und das meine ich nicht böse, die ganze Welt kennt dich noch nicht. Wo kann man dich einordnen musikalisch? Mhm. Wer bist du? Wenn dich jetzt jemand fragt oder du musst auf dich selber blicken, wer bist du? Was ist deine Musik? Also meine Musik ist 100% Liebe und es ist mir ganz wichtig, dass da immer eine positive Energie herrscht, dass es immer in den meisten Fällen auch das, was ich den Menschen sagen möchte. Also ich habe da keine gewisse Person oder so, der ich einen Song widme, sondern es geht immer an die Leute da draußen, weil ich weiß, dass da einfach so viele Menschen an sich zweifeln und es tut einfach nicht mehr Not. So, wir müssen lernen uns zu lieben und das versuche ich irgendwie zurückzugeben und ich habe das Glück, ein Sprachrohr zu haben und deswegen limitiere ich mich nicht auf die Musikrichtung, weil da mache ich vom Biss wirklich, ich zeck mich da so in jede Musikrichtung rein, damit auch keiner mir vorbeikommt und wir viel Liebe verteilen können. Sehr angenehmes Sprachrohr, aber das Coole, was ich finde, dass du in vielen, vielen Liedern einfach Cannabis thematisierst und damit bist du schon fast für viele, viele Leute so eine Ikone dafür. Ja, also das war mir halt auch ganz wichtig, als ich angefangen habe, als Mama Ganja Musik zu machen, dass ich von vornherein klar mache, so Cannabis ist, gehört zu mir und ist da. Und ich glaube, damit habe ich mich einfach ein bisschen abgesichert im Sinne von, dass die Leute nicht mit dem Finger auf dich zeigen. Wenn du erst so eine andere Musik machst und dann machst du, guck mal, dann wird jeder Fehler darauf geschoben. Ja. So, und jetzt ist klar und jetzt kann ich zeigen, okay, es geht hier auch um viel mehr. Der Cannabis-Aktivismus ist eine Nische, aber hier geht es um viel mehr, um Selbstbestimmung, um Liebe, um wirklich das Miteinander wieder, Humanität, so Menschlichkeit, das zusammen wieder entwickeln. Dürfen wir nicht aufgeben. Nee,
Das machen wir auch nicht. Jetzt trittst du jetzt gleich auf. Wie ist die Aufregung? Ist das immer noch, oder ist das Routine, auf der Bühne zu stehen? Oder ist das, ich liebe es total? Also ich habe ja jetzt noch nicht so viele Auftritte gehabt, aber jetzt in der letzten Zeit halt relativ geballt. Es wird immer mehr. Ja, und ich muss sagen, auf solchen Veranstaltungen habe ich gar keine Aufregung, weil einfach da meine Crowd steht. So, weißt du, ja. Was kann mir hier passieren? Ich kann den Text vergessen und dann, so, weißt du, jeder versteht es hier. Und dann singen die einfach weiter. Ja, aufgeregt war ich das letzte Mal, als ich über den NDR gestreamt wurde und Sound of Peace gespielt habe in Hamburg auf so einem Riesenschiff mit Liveband und wir hatten gar nicht geprobt und das waren die krassesten Gitarristen, die mit den heftigsten Musikern Musik machen und ich stand da, da war ich kurz so klein mit Hut. Aber hat doch übel Spaß gemacht. Ja, war toll, war richtig gut. Aber es war auch der Song Leuchte für mich, der mir das ermöglicht hat, ja. Ich will dich jetzt vor deinem Auftritt nicht noch länger ablenken. Deine letzte Botschaft für alle Leute da draußen. Ja, auf jeden Fall lebt euer Leben so, wie ihr das möchtet und seid gut zu anderen Menschen. Das ist das Allerwichtigste und ja, Liebe. Immer Liebe, das ist die Antwort auf alles. Und noch mehr von Mama werdet ihr in Zukunft auf Bei Hai bekommen. Seid gespannt, es wird sehr, sehr spannend. Wird wild. Mama, Ganja, ja. Ich bedanke mich ich bei dir. Danke das dir. Ist total sympathisch Vielen und Dank. Man merkt, du machst das wirklich aus dem Herzen heraus. Hat voll, Spaß gemacht. Voll. Ich wünsche viel Spaß auf der Bühne. Danke, dass ich hier sein durfte. Stay high.